Hallo ihr Lieben und willkommen zu unserer neuen Reihe, wo es um Angst geht. Letzte Woche habt ihr ja ein Video gesehen, wo ich die Queenie hier vorne geritten bin. Und da habe ich in einem Kommentar geschrieben, dass es ganz wichtig ist, erstmal vorher am Boden und an der Beziehung zu arbeiten. Und was da immer relativ schwierig war mit der Queenie, das war eben, sie von dieser Weide auf die andere Weide zu bringen. Und das versuche ich jetzt einfach mal. Hallo Queenie, komm. Komm her. Machen wir es zusammen. Gut. Durch den Zaun durchkrabbeln. Queenchen. So, da vorne ist der Durchgang, der so eng ist, wo man mit so einem Jungpferd überlegt, soll man da wirklich durchgehen? Erschwert ist jetzt auch noch, dass da oben oberhalb vom Spielplatz die anderen Pferde stehen. Manchmal regt die sich dann halt auf. Queenie ist hier am Grasen und das finde ich auch eine ganz gute Idee, dass wir jetzt erstmal vor diesem Durchgang uns beide entspannen und sagen, jetzt wir zwei alleine, wir kommen gut klar. Wir nähern uns dem Durchgang. Da, der dunkle Durchgang. Da, das fressende Pferd. Es ist nach Parelli ein Left-Brain-Introvert, wenn man als Left-Brain-Introvert sagt, wir gehen von einem Gras zum anderen Gras, ist das gar nicht so die schlechteste Idee. Wie auch Zirkustricks, die ja auch in dieser Serie gezeigt werden, für diese Pferde genau richtig sind. Left Brain Introvert, da geht sie durch den Durchgang, macht sie ganz toll. Ich habe das wirklich ewig nicht gemacht. Komm mit. Hier kommt nochmal, da ist der Ponystall. Und hier wird es nochmal richtig eng, wenn wir von der Wiese zur anderen wollen. Und da vorne hört es dann auf. Queenie hat sich einen Ast gefangen. Den Ast tun wir jetzt mal weg. Queenie, komm mit. Du bist toll. Und da sind wir. Ich lasse sie jetzt erstmal los, weil ich habe sie hier rüber gekriegt. Und wir wollen ja in kleinen Schritten und nicht alles auf einmal. Hier ist der Cisco, quasi der Ziehbruder von der Queenie. Und mein anderes Pferd. Ja, was im Moment mein größtes Problem ist, wie kriege ich die jetzt separiert? Ich habe mir nämlich was Tolles einfallen lassen und gedacht, ich stelle Futter in den rauen Pferd, um sie zu belohnen. Das haben die Ponys natürlich mitgekriegt. Jetzt habe ich hier eine wilde Rennerei. Ich weiß nicht, wie kriege ich jetzt die Queenies zu den Ponys? Queenie, komm mal. Queenie. Queenie, nein, nicht ihr. Jetzt kommen sie alle. Gut. Wir brauchen eine Konstellation ohne die kleinen Schecken. Es kommt irgendwie immer genau das Pferd, was ich gerade nicht gerufen habe. Indy, komm. Indy. Da kommt auch die Queenie. Ja, so viel Freiheitsdressur mit drei Pferden, das muss man noch etwas kontrollierter hinkriegen. Ich mache den Zaun wieder zu. So, das war jetzt also die Idee. Dass ich sage, ich gehe mit der Queenie hier rüber und sie kriegt dann halt Futter. Das hat halt diesen riesen Heckmeck mit den Ponys ausgelöst. Besonders, weil ich kein Pferd am Strick hatte. Und was sagt die Queenie? Ich will gar keine Leckerlis. Ja, irgendwie das zeigt sich halt tatsächlich. Ich habe immer mal noch Angst, wenn es so wild hergeht. Und wenn Aufregung im Spiel ist, ist Futter in der Tat wirklich gar nicht die Lösung. Wenn ich jetzt die Aufgabe lösen will, gib dem Pferd, was es braucht und es gibt dir, was du willst. Spiel dich jetzt nicht, sondern bring die halt zurück. Also in all dem Heckmeck, wo sie das Kraftfutter nicht haben wollten, sind wir jetzt wirklich ziemlich gut, ohne irgendwelche Probleme durch den Durchgang gekommen, der immer dann schwierig ist, wenn die Fancy da oben steht. Wir sprachen von kleinen Schritten. Ich hatte als Raubtier denkender Mensch die großen Schritte im Kopf. Ich hole mir mein Pferd und spiele mit der. Hab das halt komplett falsch aufgebaut.
mit den Ponys, was man einfach anders machen müsste und nicht das Futter, während die Pony das sehen, in den Rauenfen stellen, was sie eh nicht interessiert. Gras ist anscheinend der bessere Motivator, weil sie ja jetzt mit mir hier ganz alleine ist. Komm mit, Queenie, noch einen Schritt weiter. Jetzt ist die Idee, dass ich ihr sage, komm mal mit mir mit und ich habe viel, viel besseres Gras. Guck mal, hier ist auch noch Gras. Ich habe mich jetzt diese Angst gestellt und dann gehe ich halt so weit, wie ich das kann. Und erwarte nicht gleich von mir, dass wir jetzt auf Turniere gehen, sondern wir haben heute diesen Durchgang bewältigt und nicht gespielt. Aber dann spielen wir beim nächsten Mal. Jetzt ist die Fancy auch hier, der Lucky. Tschüss, bis zum nächsten Mal.